In der Folge 17 meiner Ausbauvideos habe ich euch gezeigt, wie ich die Hängeschränke gebaut habe. In dieser Folge geht es jetzt darum, wie ich die Türen für die Hängeschränke gebaut habe. Ich bin der Stefan und jetzt geht's los. Folgendes habe ich für die Türen der Hängeschränke verwendet. Ein Forstner Bohrer im Durchmesser 50, Hasweller Pull-Lock Möbelschlösser für Türen bis 25 mm Stärke, Scharniere Utrusta von IKEA und Schranktüren Weddinge auch von IKEA. Den Einbau der Pull-Lock-Verschlüsse habe ich zunächst mit einem Stück Restholz getestet. Dieses Stück Restholz ist genauso hoch wie die späteren Schranktüren. Das Stück Restholz dient mir jetzt als Schablone, um die Maße zu übertragen. Forstner Bohrer Durchmesser 50 bohre ich nun die passenden Löcher für die Pull-Lock-Verschlüsse. Die Montage der Pull-Lock-Verschlüsse gestaltet sich wie erwartet sehr einfach. Für die Scharniere habe ich mir Adapter gebaut, damit ich diese an die Hängeschränke montieren kann. Hier seht ihr, wie ich die Adapter montiert habe. Fertig sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Hier passe ich die Holzleiste an, damit der Schließmechanismus in die Holzleiste einrasten kann. Dazu bearbeite ich die Holzleisten mit einem Stechbeitel. Es ist ungemein praktisch, dass man mit den Videoaufzeichnungen gleichzeitig kontrollieren kann, ob auch alles passt. Die drei Schranktüren sind jetzt fertig. Es fehlen nur noch die Gasdruckfedern, damit die Schranktüren im geöffneten Zustand oben bleiben. Für die Türen habe ich Dämpfer mit 10 kg Druckkraft ausgewählt. Für die Montage musste ich wieder mit einem Adapter arbeiten. Bevor ich mit der Montage beginne, kontrolliere ich noch, ob auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe.
Jetzt seht ihr kurz die Montage im Schnelldurchlauf. Auch hier helfen die Videoaufzeichnungen wieder zur Kontrolle des Arbeitsergebnisses. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet.